Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Lesevlog von mir. Heute ist Mittwoch, der 23.02. und ich habe diesen Monat erst 3 Bücher gelesen, glaube ich. Ich habe noch 2 eigentlich, die auf meiner TBR-Liste für Februar stehen. Und der Februar hat nicht mal mehr eine Woche. Gleichzeitig muss ich am Montag meine Bachelorarbeit abgeben. Das heißt, ich bin noch ziemlich im Stress. Ich werde also wahrscheinlich keine 2 Bücher mehr diese Woche schaffen. Ist auch überhaupt nicht schlimm, weil ich mich da überhaupt nicht stressen will, jetzt vor allem in dieser Endphase der Bachelorarbeit. Trotzdem möchte ich noch mindestens eines der Bücher lesen, die ich mir vorgenommen hatte von den 2. Und habe mich da jetzt für No Exit entschieden. Das Buch ist aus dem Heine Verlag von Taylor Adams geschrieben. Und es ist ein Thriller, den ich hier schon ziemlich häufig gezeigt habe. Es ist ein Buch meiner 22 Bücher für 2022 Liste. Ich habe es im TBR-Video für Februar gezeigt und auch schon mal in anderen TBRs für den Monat. Deswegen dachte ich mir, jetzt muss es endlich sein, vor allem weil es noch von der Jahreszeit her passt. Und ja, ich freue mich mega drauf. Ich hatte ja auch schon mehrmals gesagt, um was es geht, aber trotzdem noch mal kurz die Zusammenfassung. Es geht um Darby, die in Colorado in so einen Schneesturm gerät und dann in einem Motel Zuflucht sucht. Dort trifft sie eben noch auf andere Leute und die kommen da eben nicht mehr weg, weil dieser Schneesturm irgendwie eben besonders stark geworden ist und sie da eben gefangen sind. Auf jeden Fall macht Darby dann eine schreckliche Entdeckung, und zwar sieht sie in einem Van auf dem Parkplatz ein Mädchen gefesselt. Und für sie stellt sich dann natürlich die Frage, wer der Täter ist. Also der Täter muss ja unter den Leuten sein, die dort auch in diesem Motel sind. Und deswegen will sie wahrscheinlich herausfinden, wer der Täter ist, aber möglichst auch die Nacht überleben. Denn der Untertitel heißt auch, diese Nacht überlebst du nicht. Ich bin sehr gespannt auf das Buch und freue mich schon mega drauf. Ich habe auch schon reingelesen. Ich bin jetzt mittlerweile bei Seite 50 und wir wurden hier auch ziemlich in die Geschichte geschmissen. Also es gab nicht viel Vorgeplänkel, sage ich mal. Darby ist eigentlich ziemlich schnell auf diesem Parkplatz im Motel angekommen. Man hat sie ein bisschen begleitet, wie sie eben versucht hat, durch diesen Schneesturm zu kommen, weiterzufahren und etwas über ihre Familie noch erfahren. Ihre Mutter wurde nämlich mit Krebs diagnostiziert und eigentlich war sie auf dem Weg dorthin zu ihrer Familie. Ja, irgendwie hat ihre Schwester ihr nur geschrieben, dass es der Mutter momentan okay geht, und das hat sie irgendwie total gestört, und jetzt hat sie halt auch keinen Empfang mehr, um den irgendwie zu schreiben. Auch das Mädchen, was im Klappentext genannt ist, was in diesem Van sein soll, findet sie ziemlich schnell. Sie sucht nämlich draußen auf dem Parkplatz nochmal nach Empfang, weil einer der Leute im Motel meinte, draußen gibt es an unserer Statue Empfang. Sie hat dann eben auf dem Weg nach drinnen wieder an so einem Van angehalten und meinte, dort eine Hand zu sehen, die sich um so Gitter schlingt. Also erstens dachte ich irgendwie beim Klappentext, dass es sich halt wirklich um ein Mädchen handelt, die irgendwie im Kofferraum sitzt und die sie auch so sieht. Aber sie hat irgendwie nur so eine Hand gesehen. Und ich würde mal sagen, das ist jetzt auch kein Spoiler, weil das ist halt unmittelbar am Anfang, und sie war halt der Meinung, das ist ein Mädchen, und sie hat auch das ein bisschen eher beschrieben als Kleinkind, würde ich sagen, aber sie hat es halt nicht komplett gesehen. Deswegen bin ich mega gespannt, was jetzt noch passiert. Sie ist auch jetzt schon wieder so drin im Motel und bemerkt so ein paar komische Verhaltensweisen von den Leuten, die dort auch sind. Für mich hat das Buch momentan eine sehr komische Stimmung. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt. Es ist auch so ein bisschen der Schreibstil. Es gibt nämlich immer wieder Beschreibungen der Person und zwischendurch spielen die Leute dann irgend so ein Kartenspiel und das wird die ganze Zeit so dazwischen geschrieben, Herz, Ass, Fragezeichen, nö. Und dann wird wieder weiter beschrieben, was Darby sieht, und das ist irgendwie ein bisschen ablenkend, immer ein bisschen störend irgendwie. Auch dieser eine Charakter, der hier gerade vorgekommen ist, den finde ich ganz verstörend, weil er ihr irgendwie ganz komisch in den Nacken geatmet hat, was ich irgendwie ganz creepy finde, aber ja, es ist auf jeden Fall schon spannend. Ich meine, ich habe jetzt auch schon 50 Seiten gelesen und es hat sich irgendwie noch nicht angefühlt wie 50 Seiten. Das Buch hat, glaube ich, insgesamt 400 Seiten. Deswegen bin ich gespannt, was auf den nächsten Seiten passiert, und ich werde euch einfach mitnehmen. Eventuell, wenn ich das Buch beendet habe, lasse ich den Vlog weiterlaufen und wir lesen dann noch Dear Enemy von Kristen Callahan. Das hatte ich mir auch noch für den Februar rausgesucht und noch nicht gelesen. Aber auch wenn es nicht mehr im Februar gelesen wird, vielleicht lesen wir es in diesem Vlog. Und dann würde ich sagen, wir machen jetzt einfach mal mit dem Buch weiter. Und ich melde mich dann bei euch, wenn ich ein bisschen Fortschritt gemacht habe. I'm trying to find it.
Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist seit dem letzten Update, aber es sind auf jeden Fall einige Tage vergangen. Ich glaube sogar fast eine ganze Woche. Auf jeden Fall ist heute Dienstag, der 1. März und ich habe No Exit immer noch nicht beendet, also nicht geschafft im Februar zu lesen. Ist aber nicht weiter schlimm. Mich hat dann die Bachelorarbeit doch ein bisschen mehr gefordert, als ich eigentlich dachte und ich habe ein bisschen Abstand genommen. Ich habe das ganze Wochenende auch gar nicht gelesen. Und die Tage davor auch kaum, einfach um mich wirklich der Bachelorarbeit zu widmen. Ich bin aber mittlerweile bei Seite 264 angekommen. Es gab hier ein paar Plot-Twists, mit denen ich irgendwie nicht gerechnet hatte, obwohl ich schon irgendwie in die Richtung gedacht hatte, aber ich habe es dann irgendwie doch nicht so... Ich weiß nicht, man denkt irgendwie gar nicht daran. Und dann saß ich einfach manchmal beim Lesen da und dachte mir so, oh mein Gott. Also es war zwischendurch richtig, richtig spannend. Und ja, es ist auch mittlerweile noch richtig spannend. Es geht hier langsam dem Ende zu. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung es noch geht. Ich ahne etwas, aber ich weiß auch nicht genau, wie sich das auflösen wird. Also ich bin ziemlich planlos in diesem Buch. Es hat sich übrigens herausgestellt, dass es doch ein Mädchen ist. Also irgendwie fand ich dann die Beschreibung am Anfang des Buches irgendwie ein bisschen komisch, dass sie dass das Kind dort so gegriffen hat wie ein Kleinkind. Ja, aber es ist kein Kleinkind. Ich finde, stellenweise ist es echt langweilig manchmal, also es hat ein paar Längen, aber gleichzeitig haut es dann einen wieder in der nächsten Seite um und es endet irgendwie in vielen Kapiteln mit so einem Cliffhanger, wo man dann immer weiterlesen will. Also es ist immer so ein bisschen offen und dann will man gleich das nächste Kapitel anfangen. Was mich ein bisschen stört an dem Buch ist, dass die Kapitel so lang sind, dass ich irgendwie manchmal seitenlang blätter und denke mir, wann hört das Kapitel endlich auf? Und ich mag das ja eigentlich total, wenn die Kapitel eher kurz sind und man irgendwie durchblättert nur und ein neues Kapitel anfängt und wieder eine spannende Sache. In dem Buch zieht sich das damit irgendwie manchmal leider ein bisschen. Ist nicht allzu schlimm, weil man ja doch ziemlich schnell durchkommt. Aber ich hätte es mir irgendwie mehr gewünscht, dass man mehr irgendwie einen Cut setzt und ja, es nicht so in die Länge zieht, finde ich. Die ganze Situation, dass sie hier eingeschlossen sind, weil sie nicht wegkommen durch diesen Schneesturm, finde ich richtig interessant, ist auch super gruselig. Aber teilweise kann es auch total langweilig werden, weil sie eben nur in diesem Raum, in dieser Raststätte sind oder draußen eben. Ja, ich weiß nicht, es handelt sich halt wirklich nur um dieses eine Thema, nur um diese Zeit, die sie dort verbringen, bis vielleicht irgendjemand mal Hilfe holt oder so oder Hilfe zu ihnen kommen könnte. Sie haben ja auch kein Netz oder so. Ja, also ich tendiere hier die ganze Zeit zwischen super spannend und super langweilig. Es ist so ein gutes Mittelding. Also wenn eine spannende Stelle ist, dann habe ich hier auch 100 Seiten am Stück gelesen. Ich habe letztens, glaube ich, 150 Seiten durchgelesen, weil es so spannend war. Aber wenn es dann zum Beispiel jetzt wieder nicht so spannend ist wie gerade, dann lege ich das auch weg und denke mir so, habe ich jetzt irgendwie gerade nicht so Lust drauf, aber ich werde es versuchen, heute noch zu beenden und werde euch dann im Endeffekt sagen, wie es mir gefallen hat. Ich habe No Exit beendet und ja, ich fand das Ende so brutal. Also ich musste wirklich 200 Seiten oder ich hatte vielleicht noch 150 Seiten, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau. Die musste ich wirklich am Stück durchlesen und das hatte ich eigentlich gar nicht geplant, weil ich wollte mich eigentlich nur kurz hinsetzen und so vielleicht 50 Seiten oder eine Stunde einfach lesen. Und dann konnte ich aber einfach nicht mehr aufhören und habe es beendet. Ich würde dem Buch jetzt, glaube ich, 4 Sterne geben, im Endeffekt doch, weil ich dachte ja eigentlich, dass es für mich eher langweilig war, aber das Ende hat es dann doch echt noch rausgerissen. Also deswegen hat es leider auch keine 5 Sterne bekommen, weil es für mich anfangs zwischendurch immer wieder ziemliche Längen gab. Aber jetzt so die letzten 150 Seiten, das war echt crazy. Ich dachte mir die ganze Zeit, was passiert hier? Erstens war es richtig, richtig brutal. Also nee, manchmal dachte ich mir, boah, jetzt muss ich es kurz beiseite legen, weil das ist jetzt wirklich ekelhaft. Aber es war gleichzeitig auch so spannend und das Ende, da war ich die ganze Zeit so, ich dachte mir, also es ist am Ende was passiert. Es geht ja hier teilweise auch, also es geht ja um Darby und um dieses Mädchen auch, was sie aus diesem Van retten soll und eben um die anderen Leute aus diesem Motel, genau, in diesem Motel, die Leute. Ja, wie das alles zusammengehangen hat, also warum diese Leute dort auch waren, fand ich auch eigentlich sehr gut umgesetzt, obwohl ich es teilweise nicht so komplett durchschaut habe. Also es war halt nicht so durchsichtig. Also hätte man jetzt nicht irgendwie, sage ich mal, durchschauen können, zumindest ich nicht. Ja, teilweise jetzt ganz am Ende ist etwas mit diesem eigentlichen Hauptfeind, sage ich mal, passiert.
Da habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, was mit ihm passiert ist. Also irgendwie war das so, irgendwie sollte eine Handlung passieren und dann war es irgendwie doch nicht so. Aber dann irgendwie 2 Sekunden später war es dann doch so. Also das ist jetzt ganz schwer zu erklären, ohne dass ich euch spoilere. Aber das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich habe die Seite auch bestimmt 5-mal gelesen oder so. Es hat einfach gar keinen Sinn ergeben. Habe mich jetzt im Endeffekt damit abgefunden, es einfach zu lassen, dass ich das nicht verstanden habe, wie das jetzt passiert ist. Aber das war einfach ziemlich schlecht beschrieben. Es war aber die einzige Stelle, wo ich wirklich dachte, habt ihr da doch mal drüber gelesen? Keine Ahnung. Das fand ich irgendwie ganz dumm. Am Ende ist dann halt was mit Dari passiert, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Und dann dachte ich mir so, weil es dann halt zum Epilog ging, ja, eigentlich gut gewesen, wie das Buch endet. Also es kann ja nicht immer alles perfekt sein. Aber ich drehe die letzte Seite um und es war dann doch wieder anders. Also es war so ein Mini-Plot-Twist am Ende und das Ende fand ich so cute irgendwie. Also diese ganz letzte Seite beim Epilog, die war noch, hat mir die Tränen in die Augen gebracht und ja, ich fand es wirklich sehr gut. Man sollte sich einfach ein bisschen Zeit nehmen für das Buch und man wird damit sehr viel Spaß haben. Also ich mochte es wirklich sehr, sehr, sehr. Deswegen, ja, ich kann es nur empfehlen für jeden, der mal so einen Thriller lesen will, vor allem in der kalten Jahreszeit. Am besten gleichzeitig auch noch, wenn Schneesturm draußen ist und man irgendwie selbst eingeigelt ist. Dann würde ich sagen, perfektes Setting für dieses Buch. Danach habe ich angefangen mit Dear Enemy von Kristen Callihan. Ich habe da jetzt schon ein bisschen gelesen, bin jetzt auf Seite 84 und finde es bis jetzt richtig gut. Ich habe auch schon ein paar Stellen markiert, das mag ich ja so oder so. Ich muss mal mich daran erinnern, dieses Mal, dass ich euch, wenn ich, während ich das Buch lese, ein bisschen mitnehme, wie ich meine Bücher markiere, weil ich mal unter einem Video eine Frage hatte, ob ich da so ein System drin habe. Und ich habe schon ein kleines System, nicht ein krasses, deswegen wird es kein eigenes Video, aber ich kann es mal in einem Vlog mit einbinden. Auf jeden Fall geht es hier um Delilah und Macon, aber eigentlich auch um Delilahs Schwester Sam. Macon ist ein sehr bekannter Schauspieler und der kontaktiert dann eben aus Versehen Delilah. Ja, Delilah will versuchen, ihre Schwester zu beschützen, damit die nicht ins Gefängnis kommt, weil Macon meinte, dass er die Polizei einschaltet, weil eben die Schwester ihn bestohlen hat. Logisch, dass man dann die Polizei einschalten will, aber irgendwie kriegt es Delilah dann eben hier doch hin, dass er das nicht macht und geht mit ihm so einen Deal ein, dass sie für ihn erstmal arbeitet, bis die Schwester wieder zurück ist und die Uhr sozusagen mitbringt. Also Samantha hat nämlich eigentlich für Macon gearbeitet. Sie war seine Assistentin und hat ihn dann eben, weil sie da immer Zugriff zu dem Haus, also weil sie da immer Zutritt zu dem Haus hatte, hat sie dort was mitgehen lassen eben und ist dann einfach verschwunden. Also auch Delilah konnte sie nicht mehr auffinden. Delilah übernimmt nämlich jetzt einfach diese Assistentinnenstelle und wird gleichzeitig seine persönliche Köchin, weil sie eigentlich eine Catering-Firma hatte und soll damit eben so ein bisschen diesen Wert ersetzen, mit dem, womit eben die Uhr jetzt so in Verbindung gesetzt wurde. In der Hoffnung, dass Sam bald zurückkommt und die Uhr eben wieder ersetzt oder besser gesagt dort halt Macon zurückgibt. Und sozusagen dient Delilah dann also als Pfand, dass Macon die Hoffnung noch hat, dass er seine Uhr zurückkriegt. Ja, wir haben am Anfang jetzt so eine Szene eigentlich gehabt, bevor diese Handlung mit dieser Uhr und mit dieser Schwester von Delilah kam, wo die drei noch jung waren. Also Sam und Delilah sind eigentlich ziemlich gleichaltrig. Ich glaube, Delilah ist ein paar Monate älter, irgendwie 11 Monate oder so. Und die sind alle zur selben Schule gegangen. Sam und Macon waren früher ein Paar. Und ja, Macon hat irgendwie Delilah immer schon so ein bisschen gemobbt. Das finde ich hier auch noch ziemlich kritisch. Also die hatten sich immer schon in den Haaren, haben sich eigentlich immer schon gehasst. Ja, ich fand hier die eine Szene war ziemlich kritisch, weil es ging halt ziemlich doll ins Mobbing. Ich fand es schon richtig heftig. Ist für mich teilweise ein bisschen so eine Grenze auch überschritten worden. So als Voraussetzung jetzt, dass die beiden jetzt so ein bisschen so vielleicht ein Liebespaar werden in der Geschichte, steht ja auch im Klappentext. Aber war jetzt nicht die perfekte Voraussetzung, würde ich sagen. Also man merkt jetzt hier halt wirklich, die haben sich gehasst und Delilah wurde auch emotional einfach verletzt von ihm und hat deswegen so Hassgefühle aufgebaut. Und das kann man auch normal verstehen, ich weiß nur nicht, inwiefern es jetzt besser wird. Also ich bin froh, dass das in der Vergangenheit passiert ist. Einfach damit man diesen Aufbau hat, die hassen sich wirklich. Und es gibt ja auch einen Grund dafür. Der ist nicht gerade leicht. Ich weiß nicht, inwiefern es jetzt hier weiter behandelt wird, aber ja, am Anfang fand ich es jetzt ein bisschen heftig. Ja, auf jeden Fall ist dann so ein Cut. Ich weiß nicht, wie viele Jahre dann vergangen sind. Auf jeden Fall ist Delilah schon erwachsen und Macon eben so ein bekannter Schauspieler geworden. Und ja, sie arbeitet jetzt für ihn und pflegen sozusagen ihre Feindschaft weiter. Und im Klappentext steht dann eben auch, dass sie schnell merken, dass Hass und Liebe nah beieinander liegen. Ich bin gespannt, wie mit dem Mobbing-Thema hier auch noch umgegangen wird, wie das sich so in der Zukunft noch
ausprägt. Aber bevor ich jetzt gleich weiterlesen gehe, ist bei mir gerade noch ein Paket angekommen. Und ich glaube, es ist vom Bloggerportal. Und ich glaube, ich weiß auch, was drin ist. Ich habe nämlich letztens ein Buch beim Bloggerportal angefragt. Also dort kann man ja Rezensionsexemplare anfragen. Da hatte ich den zweiten Teil von Blood and Ash angefragt. Der wurde mir auch genehmigt. Der kommt aber eigentlich erst am 8.3. raus. Heute ist der 3.3. Also eigentlich erst nächste Woche. Und ich weiß nicht, ob der es jetzt schon ist, aber ich habe halt nichts anderes angefragt. Von daher, gut. Ich habe es aufgemacht. Oh mein Gott, wie dick. Ich wusste nicht, dass das Buch so dick ist. Ja, es ist Flesh and Fire, der zweite Teil von Blood and Ash. Es hat einfach fast 800 Seiten. Ich freue mich auf jeden Fall mega, dass es angekommen ist. Es ist wirklich richtig dick. Also ich dachte ja schon, der erste ist fett, aber der ist ja wirklich nochmal. Okay, ich freue mich mega drauf und ich werde es wahrscheinlich auch direkt nach diesem Buch hier lesen. Ich freue mich auf jeden Fall mega. Hallo Leute, it's that day of the year. Ich habe heute Geburtstag. Ich bin 22 Jahre alt geworden. Heute ist der 4. März, es ist 11 Uhr und ich dachte, ich gebe euch nochmal ein Update zu Dear Enemy. Aber eigentlich habe ich aus einem ganz anderen Grund diese Kamera angemacht. Und zwar ist vor ein paar Tagen ein Paket angekommen von der lieben Alina von Alinas Pages of Life. Ich werde ihren Account, sowohl ihren Instagram-Account als auch ihren YouTube-Account mal in der Infobox verlinken. Sie wollte mir einfach zum Geburtstag was zukommen lassen und ich habe mich so gefreut. Und deswegen geht an dieser Stelle nochmal ein Riesendank an Alina raus. Sie ist so eine nette Person. Aber ich würde sagen, wir fangen trotzdem mal kurz mit Dear Enemy an. Mir gefällt dieses Buch unglaublich gut. Also es gibt mir so ein Gefühl von Sommer, von, ich weiß nicht, Glückseligkeit, irgendwie Frieden. Es spielt ja in L.A. und ich liebe L.A. einfach vom Feeling her. Ich habe auch schon sehr viele Stellen markiert, die erstens mich lachen lassen haben. Also dieses Buch ist wirklich so humorvoll. Ich liebe einfach dieses witzige Flirten, was die beiden so miteinander machen. Gleichzeitig hassen sie sich aber auch und kriegen sich immer wieder so ein bisschen in die Wolle, was ich aber auch super mag, weil die Charaktere eben irgendwie nicht so langweilig 0815 sind, sondern irgendwie was Besonderes. Also vor allem Macon finde ich einen sehr interessanten Charakter, vor allem auch mit der Geschichte eben aus der Vergangenheit, weil da so ein bisschen so Mobbing war. Irgendwie kommt er mir jetzt ganz anders rüber, auch wenn er irgendwie noch ein bisschen problematisch erscheint, sage ich mal. Aber ich mag ihn total. Ich bin gespannt, ob das auch so bleiben wird. Und ich mag auch Delilah total. Ich mag einfach diese ganze Situation auch, dass die beiden eben zusammen in diesem Haus wohnen, weil Delilah ja seine Assistentin ist. Und ja, die beiden eben irgendwie gezwungen sind, immer wieder aufeinander zu treffen. Macon hat hier einen Unfall. Das bekommt man eigentlich ziemlich am Anfang mit. Dahinter stecken halt so ein bisschen schwierigere Themen, weil er ja ein Schauspieler ist, bezüglich Stalking etc. Finde ich auch sehr interessant. Und ich liebe es auf jeden Fall total, bin bis jetzt sehr überzeugt. Ich mag auch einfach, dass die Geschichte jetzt in der Gegenwart so eine ganz andere Atmosphäre bekommen hat als damals so in dieser Vergangenheitszeit, wo wir die ersten Kapitel gelesen hatten. Ich freue mich auch gleich darauf, das Buch weiterzulesen. Ich bin jetzt gerade auf Seite 213, noch nicht ganz die Hälfte, aber fast. Freue mich auf jeden Fall gleich daran weiterzulesen. Aber um jetzt zum eigentlichen Punkt zu kommen, das Paket der lieben Alina. Ich freue mich sehr, es jetzt aufmachen zu können. Okay. Also es ist schon mal super süß eingepackt. Oh Gott, das ist auf jeden Fall so eine süße Glückwunschkarte. So, jetzt war mein Akku leer, aber ja, wie gesagt, es war so eine süße Geburtstagskarte drin. Ich habe es vorher drum gehalten. Oh, Alina, du hast so viel Mühe gegeben. So schön eingepackt. Als erstes kommen mir ganz viele Süßigkeiten entgegen. Ich liebe Süßigkeiten. Oh mein Gott, jetzt dieses Lesezeichen. Es hat dieses Band. Ich liebe diese Lesezeichen. Ich habe, glaube ich, gerade bei Dear Enemy auch so eins drin. Ja. Und das ist ja mal super süß.
Ich lieb's. Das werde ich gleich reinmachen. Das finde ich so schön. Dann kommt mir so ein cooles Heft entgegen, wo so Sticky Notes drin sind. Ich liebe ja so oder so Sticky Notes. Und ich habe gerade nämlich gemerkt, als ich das Buch so ein bisschen beklebt habe, dass mir solche Sticky Notes fehlen. Es kommt wie gerufen. Oh mein Gott, ich sehe hier gerade Mars. Soft Baked Double Chocolate and Caramel Cookies. Und dann kommt mir hier so eine coole Dose entgegen. Ich weiß gerade irgendwie gar nicht, von welchem Buch die ist. Ich werde Alina gleich mal noch fragen. Auf jeden Fall sieht die mega cool aus. Leute, wenn ihr das riechen könntet. Es riecht so lecker. Liebe Kerzen. So, und dann waren noch diese zwei Sachen hier drin. Das ist richtig, richtig schön eingepackt. Oh, sehr cool. Also das ist einmal ein Manga. Zweite erste Liebe von Shoko Hidaka. Ich weiß, dass Alina total auf Manga steht und sie hat auch einen extra Account für Mangas. Den werde ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Ich bin nicht so drin in diesem Manga-Ding, also ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Aber ich bin mal super gespannt. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und ob das vielleicht auch was für mich wäre. Sehr cool, mal was Neues. Und dann das Letzte. Oh mein Gott, für immer ein Teil von dir, von Colleen Hoover. Ich freue mich gerade total. Sie hat mir einfach das neue Buch von Colleen Hoover reingepackt. I'm speechless. Alina, danke, 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 danke so sehr. Es ist für immer ein Teil von dir von Colleen Hoover. Ich glaube, das Buch ist letztens erst rausgekommen. Ich habe es seitdem im Blick und wollte es auch haben. Also ich glaube, die englische Ausgabe Reminders of Him ist auch erst rausgekommen. Und ja, ich habe schon sehr viel Gutes davon gehört. Mich spricht der Klappentext total an. Werde euch mal ganz kurz den Klappentext vorlesen. 5 Jahre nach dem tragischen Verlust ihrer großen Liebe Scott kehrt Kenna an den Ort des Geschehens zurück. Ihr einziger Wunsch, endlich ihre 4-jährige Tochter, die bei Scotts Eltern lebt, in die Arme zu schließen. Gleich am ersten Abend trifft sie auf Ledger, den ersten Mann, zu dem sie sich seit Scotts Tod hingezogen fühlt. Und er sich umgekehrt auch zu ihr. Doch Kenna erkennt schnell, Ledger ist der eine Mann, von dem sie sich fernhalten sollte. Der eine, der Schlüssel zu ihrem Lebensglück oder ihrem Unglück sein könnte. Ich freue mich mega, 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 mega doll auf dieses Buch. Und tausend Dank an dich, Alina, dafür, dass du mir sowas Süßes zum Geburtstag zukommen lassen hast. Ich bin so dankbar. Ja. So, ich bin jetzt gerade auf Seite 483, also bin ich eigentlich gleich durch. Ich glaube, ich habe noch 30 Seiten ungefähr. Mir hat das Buch wirklich super bisher gefallen. Momentan enttäuscht mich leider das Ende ein bisschen. Ich hoffe irgendwie, dass es gleich noch ein bisschen besser wieder wird, aber ich fand es jetzt irgendwie ein bisschen zu flach für die ganze Geschichte. Die Charaktere waren für mich so stark, deswegen... Ich weiß nicht, irgendwie hat mich diese Handlung jetzt zum Schluss eher irgendwie enttäuscht. Also es hat irgendwie nicht so ganz gepasst, wie das Buch eben aufgebaut wurde. Aber trotzdem habe ich mich total in Macon und Delilah verliebt. Für mich sind das zwei sehr starke und interessante Charaktere. Vor allem Macon fand ich irgendwie, ich weiß nicht warum, er hat irgendwie was sehr Besonderes an sich. Und ja, auch diese frühere Thematik aus der Kindheit wurde hier nochmal aufgegriffen, darüber geredet, versucht, alte Wunden und Verletzungen irgendwie noch zu heilen, sage ich mal. Und ja, auch Verständnis dafür gezeigt. Ich fand es eigentlich richtig, richtig gut umgesetzt. Vor allem auch die Aspekte hier von Macons Schauspielerei, sein Ernährungsplan und dann damit in Verbindung die Kochkünste, sage ich mal, von Delilah. Das war alles irgendwie so gut umgesetzt. Ich fand das wirklich sehr, sehr toll an der Geschichte. Vor allem auch, wie die Enemies to Lovers Geschichte aufgebaut wurde. Die Anziehung der beiden richtig gut. Leider hat mich jetzt halt das Ende so ein bisschen... irgendwie enttäuscht. Das passt halt irgendwie nicht so. Ja, bisher fand ich es trotzdem ein ganz, ganz tolles Buch.
Ich habe gestern Abend, wie gedacht, Dear Enemy noch beendet, aber ich dachte mir, bevor ich euch gleich mal nochmal meine volle Meinung sage, zeige ich euch kurz, wie ich immer in meinen Büchern markiere. Und zwar benutze ich eigentlich immer solche Klebezettelchen. Die habe ich, glaube ich, irgendwann mal bei Amazon bestellt. In so einem Riesenpack, das ist deswegen auch schon ewig her. Aber ja, die benutze ich sowohl für die Uni, weil ich ja viel mit Gesetzestexten arbeite, als auch eben für Bücher. Irgendwann werde ich mir mal neue bestellen müssen, weil die jetzt langsam sich dem Ende zuneigen. Obwohl ich mir eben jetzt für die Farben ein gewisses Markiermuster überlegt habe. Also je nachdem, was die Szene sozusagen in mir auslöst, die ich markieren möchte, hat jede Farbe eine unterschiedliche Bedeutung. Das heißt natürlich auch, ich markiere nicht jede Szene, also wirklich eine Szene, die irgendwie mich überrascht, die ich besonders süß fand oder in Fantasy zum Beispiel, die irgendwie wichtig für die Geschichte oder Handlung ist, markiere ich das meistens. Vor allem eben bei Büchern, die in mir diesen Drang hervorrufen, dass es vielleicht ein Jahreshighlight werden könnte. Also ich markiere nicht in jeden Büchern, aber wenn ich markiere, dann hat mir das Buch eigentlich immer gefallen. Und so habe ich eben für alle möglichen Farben eine Bedeutung. So ist eben Pink meistens für irgendwelche Liebesszenen. Deswegen benutze ich die meistens entweder für Romantasy oder New Adult eben. Dann ist Orange meistens eine Szene, die mich irgendwie überrascht, verärgert. Benutze ich hauptsächlich in Fantasy, wenn irgendwie ein Plot-Twist gekommen ist oder so. In dem Buch war das jetzt, da waren so Szenen, wo man einfach was von den Stalkerinnen in dem Buch hier mitbekommen hat, die mich ziemlich überrascht, verärgert haben. Das ist eben meistens für mich so orange, so ein bisschen wie Wut. Gelb ist meistens einfach nur irgendeine Sache, die ich markieren wollte, weil sie entweder für mich wichtig war oder wichtig für die Geschichte war. Hier habe ich zum Beispiel einiges in Gelb markiert, was einfach wichtig für die Geschichte oder für die Charaktere ist. Und zum Beispiel habe ich hier Szenen markiert, die mal in der Vergangenheit waren und für die jetzige Beziehung der beiden wichtig waren. Genau, dann habe ich Grün immer für witzige Sachen. Also wenn ich mich irgendwie schlopp lache, dann muss da ein grünes Markerchen ran. Blau ist dann für traurige Momente. Habe ich hier auch einige. Also irgendwas, was mich einfach traurig gemacht hat, was einen zu Tränen rühren könnte. Muss natürlich nicht sein. Das dunkle Lila ist meistens auch irgendwie ein eher schlechter Moment, der mich überrascht hat. Also auch eher Plot-Twists, aber die nicht so die Wut in mir hervorgerufen haben, sondern, das kann ich gar nicht richtig beschreiben, halt so ein, sag ich mal so, eine Enttäuschung oder pures Entsetzen, sag ich mal. Ja, Lila ist deswegen immer eher mal so seltener und Lila sind für mich niedliche Momente, also zum Beispiel, wenn irgendwie die Hauptcharaktere irgendwas Niedliches oder Süßes sagen, sag ich mal, oder dass irgendwie von auch Nebencharakteren irgendwelche niedlichen Dinge kommen, ja. Das ist eigentlich grundsätzlich immer, wie ich markiere, ist nichts Besonderes. Einfach nur, um irgendwelche besonderen Szenen, besonderen Büchern für mich festzuhalten. Was ich auch gerne mache, ist dazu, wenn ich während der Szene zum Beispiel einen bestimmten Song gehört habe, dass ich mir ein anderes Klebezettelchen nehme und den Song ranschreibe. Ja, eigentlich nichts wirklich Besonderes, aber ich wollte es euch trotzdem mal zeigen, weil ich eben danach gefragt wurde. So, wie gesagt, habe ich Dear Enemy von Kristen Callihan gestern beendet. Und ich würde dem Buch jetzt, glaube ich, 4 oder 4,25 Sterne geben. Also ich dachte eigentlich am Anfang und bis zur Mitte wirklich, dass es für mich ein Jahreshighlight werden könnte. Ich fand den Anfang sehr, sehr, sehr stark und auch eigentlich das gesamte Buch bis hin zum Ende. Mir hat irgendwie am Ende einfach irgendwas gefehlt und auch die Entwicklung dann um die Schwester von Delilah, also um Sam, fand ich irgendwie einfach nur total flach und langweilig eher. Also das hat mich irgendwie genervt, ich weiß nicht. Ich habe da irgendwie ein bisschen mehr erwartet und nicht bekommen, aber trotzdem mochte ich Delilah und Macon super gerne. Ich habe mich total in die beiden verliebt, weil die einfach irgendwie sehr authentisch waren. Vor allem Macon für mich, finde ich, ein starker Charakter. Und auch wie im Endeffekt noch über das Thema Mobbing, sage ich mal, gesprochen wurde aus der Kindheit, dass Narben bleiben, Verletzungen, die man einfach nicht zurücklassen kann und die auch einen im Erwachsenenalter verfolgen.
Ich fand es gut, dass es alles nochmal aufgegriffen wurde, dass die Charaktere irgendwie immer wieder versucht haben, darüber zu reden. Generell war der Humor in diesem Buch so gut. Ich habe auch super viele Stellen einfach markiert, die so witzig waren, wo ich einfach laut loslachen musste. Ich mochte, wie die beiden immer irgendwie Sticheleien ausgetauscht haben, aber wie sie sich auch immer irgendwie näher gekommen sind. Es hätte für mich ein krasses Jahreshighlight werden können, wenn einfach die Sache um die Delilah-Schwester Sam, die ja hier seine Uhr geklaut hat und dann abgehauen ist, weswegen sie ja auch wieder auf Macon getroffen ist. Wenn das irgendwie besser umgesetzt worden wäre, ich glaube, dann hätte es wirklich toll werden können. Aber die Schwester war für mich irgendwie so ein rotes Tuch. Also erstens konnte ich sie überhaupt nicht ausstehen. Zweitens war sie so ein unerträglicher Charakter, der irgendwie gar nicht reingepasst hat. Und auch irgendwie die Handlung um sie haben so wenig Sinn an jemanden, aber alles rund um Delilah und Macon fand ich total toll. Auch, dass das Buch eben in L.A. gespielt hat. Da habe ich mich irgendwie dann gleich wieder so in den Sommer versetzt gefühlt. Ich weiß gar nicht warum, aber ich mochte es total bis auf das Ende. Trotzdem hat es mir sehr gefallen. Ich kann es empfehlen. Und damit würde ich sagen, ich beende diesen Lesevlog. Ich habe als nächstes geplant, einen 24-Stunden-Reading-Vlog zu machen. Also, dass ich einen 24-Stunden-Lesemarathon für mich selbst mache. Also, ich kündige den jetzt nirgendwo an. Den mache ich einfach hier zu Hause, weil ich irgendwie mal wieder total Lust habe, einen ganzen Tag zu lesen. Und bevor ich eben weiter was für die Uni machen muss, dachte ich mir, ich nehme noch mal einen Tag, nehmt euch mit. Ihr könnt mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr darauf Lust hättet. Und dann würde ich sagen, beende ich den Vlog hier. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.